Wir stehen heute hier, weil es unsere sittliche Bürgerpflicht ist, aufzustehen, wenn Unrecht zu Recht wird. Wir stehen heute hier, um wieder unsere Stimme zu erheben gegen viele Missstände in unserem Land. Bereits das Oberlandesgericht Koblenz hat vor 3 Jahren festgestellt, dass unser Rechtsstaat in Teilen außer Kraft gesetzt worden ist. Die illegale Einreise wird nicht mehr verfolgt und geahndet. Kann man googeln und nachlesen, auch als Student. Sämtliche Staatsrechtler wie die Fabio, Robert Scholz, Papier, Bertrams und auch Schachtschneider berichten über dieses schwere Unrecht. Und wer ist unser höchster Richter? Andreas Voskuhle. Wie ernst es die Richterfamilie Voskuhle mit Recht und Gesetz nimmt, habe ich schon vorhin erwähnt. Ich stehe in einem sehr guten persönlichen Kontakt mit einem der höchsten Staatsrechtlern in Deutschland, Professor Dr. Schachtschneider. Professor Dr. Schachtschneider hat Anfang 2016 eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht gegen die illegale Grenzöffnung, gegen die Entgrenzung Deutschlands. Denn ein Land, das nicht mehr seine Grenzen kontrolliert und schützt, löst sich auf. Damit ist der Schutzvertrag zwischen dem Staat und der Gesellschaft gebrochen. Ich hoffe ja, das auch. Dublin-Verträge wurden auch gebrochen, richtig. Ich hoffe ja, da dies ja ein Livestream ist und eine Kundgebung, und ich weiß ja, dass wir alle wie Schwerverbrecher beobachtet werden, obwohl wir nichts anderes wollen, dass Recht und Gesetz umgesetzt wird. Deswegen entsende ich jetzt 2 Fragen, persönlich von Professor Dr. Schachtschneider an mich gerichtet, die ich hier erwähnen werde, gegenüber Andreas Voskuhle. Ich zitiere Herrn Professor Dr. Schachtschneider. Herr Voskuhle, warum hat Ihr Senat die Verfassungsbeschwerde gegen die Masseneinwanderung nicht zur Entscheidung angenommen, obwohl die Grenzöffnung von fast allen Staatsrechtslehrern als schweres Unrecht angesehen wurde und wird? Warum hat sich Ihr Senat entgegen der eigenen Einsicht in die Rechtslage der Judikatur des EuGHs unterworfen? Damit haben Sie die Souveränität der Deutschen im Recht aufgegeben. Zitat Ende. Wisst ihr, was mir auffällt, wenn sogenannte Männer, die keinen Arsch in der Hose haben, und einer Frau halt's Maul sagen, dann sind es erstens mal Muschis und keine Männer, und dann muss es mich auch nicht wundern, dass diese Muschis sich auf die Seite von Frauenschändern, Vergewaltigern, Mördern und Totschlägern stellen. Herr Andreas Voskuhle, ich möchte Sie höflichst daran erinnern, Sie sind ein Richter, ein hoher Beamter dieses Staates. Sie sind unserem Verfassungsgesetz, dem Grundgesetz verpflichtet und keiner globalistischen Ideologie. Das gilt auch für Ihre Frau. Ich erinnere an den Fall Peggy Knobloch. In diesem Fall wurde ein unschuldiger, behinderter Mensch ins Gefängnis gesteckt. Es ist ein weiteres fatales Urteil in der deutschen Geschichte. Es ist alleinig einer tapferen Gruppe von mutigen Bürgern zu verdanken, dass Ulfi Kulatsch, dieser unschuldige Mensch, wieder aus dem Gefängnis entlassen worden ist.
Ich habe Kontakte zu diesem Kreis. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen, denn Sie machen mir Mut. Es sind mutige Bürger, die aufstehen, wenn Unrecht zu Recht wird. Die sich einsetzen für Opfer, die dem Unrecht zum Opfer gefallen sind. In diesem Land stimmt anscheinend einiges nicht mehr. Deswegen müssen wir fordern, dass vor allem auch unsere Gerichte, eines der höchsten und wichtigsten Organe, worauf wir stolz sein können, dass wir in einem Rechtsstaat leben, mit einem fantastischen Grundgesetz. Noch haben wir die Meinungsfreiheit formell. Wir spüren aber täglich, dass sie eingeschränkt wird. Ja, auch mit Bedrohungen. Immer wieder. Und es ist grausam. Wir müssen fordern, dass uneingeschränkte Transparenz für die Öffentlichkeit herrscht. Es darf keine Möglichkeit mehr geben des Vertuschens. Wir müssen Korruption und den Sumpf austrocknen. Wir brauchen ein neues System. Wir brauchen unabhängige Kontrollorgane. Diese Kontrollinstitutionen müssen mit polizeilichen Befugnissen ausgestattet sein und Razzien auch in Behörden durchführen können. Aktuell gibt es keine Unabhängigkeit zwischen Polizei, Justiz und Politik. Das muss sich ändern. Richter müssen vom Volk gewählt werden. Und es darf kein Parteiensumpf mehr werden. Beauftragte vom Staat sind zahnlose Tiger. Damit hat man nur den Bock zum Gärtner gemacht. Sie gehören sofort ersetzt durch unabhängige Kontrollorgane. Es muss eine völlige Veröffentlichung erfolgen und die Erfolg und die Verantwortlichen an den Pranger gestellt werden, so wie es in einem ordentlichen, funktionierenden Rechtsstaat sein muss und sollte. Der Sumpf muss in vielen Bereichen ausgetrocknet werden. Völlige Transparenz muss überall erfolgen. Es kann nicht sein, dass Nebentätigkeiten von Richtern unentdeckt bleiben. Es kann nicht sein, dass ein Richter ein Gutachten schreibt und er dann darüber selbst über dieses eigene urteilen darf. Jahrelange Alleinregierung, wie zum Beispiel in Bayern, auch zum Fall Gustav Mollert, führen zu einem Parallelsystem im eigenen Staate. Ein Staat muss aber frei und bürgernah bleiben. Er muss unabhängig von den einzelnen Parteibüchern funktionieren. Es dürfen keine Ablehnungen ohne Begründung vom Bundesverfassungsgericht mehr erfolgen. Richter und Politiker müssen haftbar sein bei rechtswidrigem Handeln. Staatshaftung muss durch persönliche Haftung ersetzt werden. Das ist bereits geschehen. Und es müssen endlich Volksentscheide auf Bundesebene erfolgen. So wie es in unserem Grundgesetz auch festgelegt worden ist. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.